kleine Hosteltour. Ich habe irgendwie gerade realisiert, dass ich anders bin. Die Musik, es ist jetzt 23.45 Uhr. Yo Friends, good morning. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Ich wollte euch mal eine kleine Hosteltour machen heute. Habt ihr Bock drauf? Ich denke mal ja, oder? Also los geht's. So, hier sind ein paar Dorms, Freunde. Das ist die oberste Etage. Guck mal, da machen auch ein paar Leute Sport. Und hier ist auch die Nele übrigens. Ja, die werde ich jetzt aber nicht stören. Das Hostel ist ziemlich groß. Hier, ne, sieht man überall Dorms. Hier ist eine kleine Ecke, da hinten ist eine kleine Couch. Der untere Bereich. Hier haben die auch gestern getanzt. Hier geht es quasi raus. Aber man kann auch hier lang gehen. Dann kommt man nämlich zur Küche. Hier ist die Küche, Freunde. Auch viele Leute am Start. Da vorne kann man auch sitzen. Also hier auf der unteren Etage gibt es übrigens super viele Duschen und ganz viele Toiletten. Bei uns oben, muss ich sagen, ist es ein bisschen begrenzt und es funktioniert auch nicht alles, wie es soll. Aber hier unten ist auch der Wasserdruck sehr gut, also das kann ich definitiv empfehlen. So, das ist jetzt der untere Bereich. Hier ist eine Bar, hier kann man auf jeden Fall chillen. Und hier auch, hier ist auch der Pool. Ich glaube, von 10 Uhr morgens bis abends um 11 Uhr kann man den auch betreten. Jetzt noch nicht, aber wird wahrscheinlich gleich passieren. Auf jeden Fall auch sehr cool hier. Hier sind dann auch nochmal Dorms auf der Seite. Also es ist wirklich riesig, wie gesagt. Wir haben Vierer-Dorms, Sechser-Dorms, hier sind auch Toiletten hier unten. Toiletten sind verhältnismäßig sauber, dafür, dass so viele Leute hier in dem Hostel sind. Hier ist der Eingangsbereich und hier ist dann quasi die Rezeption. Hier kommt man, wie gesagt, auch zu den Zimmern hoch oder einfach hier durchlaufen. Und wenn man jetzt hier draußen ist, dann steht man direkt im Geschehen. Also da vorne gibt es Streetfood, 7-Eleven, dort gibt es etliche Bars, Restaurants, also alles in der Gegend. Und so sieht das Hostel aus vom Außen. Sieht so klein aus irgendwie, ne? Der Eingang sieht so klein aus. Aber wenn man guckt, das ist das ganze Gebäude hier, ne? Und da ist dann auch schon direkt der Beach. Also das ist wirklich super, super zentral gelegen. Zwischen 5. und 10. und 4. Der Strand ist sehr, sehr schön, zeige ich euch auch mal kurz. Das ist das Hostel. Ich zeige euch nachher nochmal die Dorms und nochmal die Toiletten. Ist auf jeden Fall echt nice. Also wenn man kommt, man kriegt so eine Karte, mit der kommt man dann ins Zimmer rein. Und die muss man dann auch wieder abgeben. 100 Pesos Pfand, das sind 5 Euro. Wenn man die verliert, kriegt man es halt nicht wieder. Was gibt es noch zu sagen? Schließfach haben die auch im Zimmer, ziemlich groß. Da kann man dann seine Wertsachen einschließen. Ja, ansonsten, was gibt es noch Wichtiges? Nichts eigentlich. Leute sind mega nett, Internet ist echt gut, muss ich sagen. Auf den Zimmern nicht so gut, aber unten ist okay. Ja, konnte ich auf jeden Fall mal meine Videos recht schnell hochladen, schneller als in Cancun. Muss ich ehrlich sagen, mein Internet in Cancun ist echt Schrott, ne? Wetter war jetzt auch ganz gut. Ach, wenn es regnet übrigens, da gibt es auch ein paar Spots, wo man dann sitzen kann. Es gibt auch einen Coworking-Room, der kostet allerdings 200 noch was Pesos am Tag, das sind über 10 Euro. Aber Nele zum Beispiel hat so ein Angebot, die zahlt nur, ich glaube, 450 Dollar im Monat und kann Coworking nutzen und halt im Dorm pennen. Ich glaube, die ist im 6er Dorm. So, Freunde, Playa del Carmen, Strand, oha, Seealgen am Start. Ich hoffe, das ist nicht so ein Tulum. Oh. Also in Cancun sind, glaube ich, ganz, ganz wenige. Aber hier in Playa ist schon ein bisschen dolle, aber die machen das weg. Gut, was jetzt vom Wasser kommt, kann man jetzt nicht wegmachen, ne? Aber was noch im Wasser drin ist, meine ich. Aber das, was hier angespült wird, das räumen die weg. Das ist ja der Public Beach, da ist ja auch direkt die Fähre nach Cozumel. Ja, aber schönes Wetter. Hauptsache kein Regen, ey. Auf jeden Fall, Freunde, machen die hier alles, um diese Algen wegzubekommen, wie man sieht da hinten. Also alles gut. Ich bin mal gespannt, wie Tulum ist. Morgen geht's nach Tulum, Freunde. Ich nehme euch dann mit und zeige euch auch dort das Cedino Hostel. Das soll mega, mega nice sein. So, Freunde, guten Morgen. Ich laufe hier gerade die Playa entlang. Die Quinta entlang. Ich war gerade im 100%. Mann, was laber ich? Ich war gerade im Bio Natural. Wollte da arbeiten, aber die haben keinen Strom gehabt. Jetzt muss ich hochlaufen. Ich glaube, dann gehe ich einfach ins Hostel und arbeite da. Ich finde es im Hostel halt nicht so gemütlich, muss ich ehrlich sagen. Ist okay, aber es ist halt, ja, unbequem. Naja, jetzt besuche ich auf jeden Fall Andres, denn er ist im Tattoo-Shop.
Und ich finde es so interessant, dass er diese Suspension, ich weiß nicht, wie man das sich nennt, dass man so Haken in die Hauten macht und dann quasi schwebt. Also mein Chef aus Mallorca, für den ich Promotion für seine Tattoo-Shops gemacht habe, der hat das auch gemacht. Ich fand das super spannend. Und ich würde das gerne mal von einem Deutschen hören, wie ein Deutscher das erklärt, warum man das macht. Deswegen werde ich ihn gleich mal fragen und bin schon ganz gespannt. Oh, wie süß. Hi. Guck mal, er hier. So Leute, einer meiner Favorite Sports ist definitiv das Evolve Fitnessstudio. Das befindet sich hier. Sehr gerne mal abchecken. Und genau daneben ist dann quasi das Green und Fit. Vorne, wo man quasi seine Salate zusammenstellen kann. Das ist auch mal sehr, sehr cool. Da gibt es eine Suppe für 2 Euro, Salate von 5 Euro bis 7 Euro. Pokeballs kann man sich alles zusammenstellen. Das ist eigentlich mega. Das hier an der 24. zwischen der 5. und quasi der 10. hier. Und das ist Evolve. Und genau hier vorne ist das Tattoo-Studio. Oh, und da ist sogar Andres. Guck mal da, der macht sogar sauber gerade. Voll das perfekte Time. So Freunde, hello, good morning. Ich sitze hier mit Nele. Nele hat sich wieder reingeknallt für 80 bis 4 Euro. Liebe Freunde, was ich festhalten wollte, ich habe eine neue Idee. Und zwar werde ich jetzt wir fahren ja morgen nach Toulon für 4 Tage. Wir sind dann am Beach in einer richtig geilen Location. Ich habe mir überlegt, ich werde ein Manifestation-Fastenkur machen. Für 3 Tage wäre das quasi. Ne, 4. 4 Tage. Oder 5, je nachdem. Eine Manifestations-Fastenkur. Das heißt, ich werde mich ganz speziell mit meinen Gedanken auf meine Manifestationssachen richten. Also nicht darauf, dass ich einfach nur bewusst werde, weil das mache ich ja sonst immer beim Fasten, sondern dass ich wirklich meine Ziele manifestiere in der Zeit, wo ich faste. Ist natürlich jetzt ein bisschen hoch angesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich würde das gerne mal ausprobieren und lasse es euch dann wissen, ob es geklappt hat, dass ich meine Sachen manifestiere. Und ich werde dann auch so spezielle Details, weißt du, Nele, ich werde mir jetzt dann aufschreiben, so spezielle Details auch. Ich bin gespannt, was sich daraus ergibt. Ne? Ja, ne? Ein paar Details mal manifestieren. Irgendwas, ne? Zum Beispiel eine Kokosnuss oder so. Dass mir jemand eine Kokosnuss schenkt. Oder so ein Quatsch halt. Ich bin gespannt. Oh ja, das finde ich geil. Ich mache mit, aber Fasten mache ich nicht mit. Ich kann nicht auf Essen verzichten. Okay, cool. Machen wir mal Manifestationswochenende. Manifestationswochenende, Freunde. Oh Leute, ich liege hier gerade rum. Ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht warum, ich glaube aber die letzte Zeit, dieses Ganze umgelaufen. Ich laufe ja jeden Tag 15 Kilometer durch Playa del Carmen. Ich glaube, das war einfach ein bisschen zu viel unter Menschen. Nele ist auch ein bisschen erschöpft, sagt sie. Ich bin voll am Arsch. Echt? Ich bin richtig fertig, ja. Fühl mich nicht gerade richtig? So halb schräg, aber passt. Freust du dich auf Toulon? Mega, ich freue mich mega. Ich hoffe einfach, der Strand ist schön, wir haben ein bisschen tranquilo, ein bisschen ruhig. Und ich hoffe vor allem, dass das Seegras nicht so stark ist. Ja, ich auch. Schauen wir mal, ne? Ich auch. Und Nele sagt die ganze Zeit irgendwas, dass hier so ein Black Eyed Peas Konzert sein soll im Playa. Hä? Aber wo? Also Nele meint das hier. Hier steht wieder, guck mal. Ja. Film ich nochmal? Ja. This year it will take place over a 7-day period between 14. Februar und 21. Februar with the Black Eyed Peas performing on the 14th. Steht hier. Echt? The exact dates for the carnival change every year but tend to fall within a pretty... ich kann gerade nicht mehr Englisch reden. Aber es steht da auf jeden Fall. Also. Das heißt, wir werden ein Black Eyed Peas Konzert vielleicht miterleben? Aber es steht ja halt nicht genau wo. Es steht der Karneval, ist das Manifest. Famous Fifth Avenue. Ah ja? Achso, Karneval. Ach geil, Karneval dann. Ja, die feiern Karneval. Das ist 30. Jubiläum vom Karneval hier irgendwie. Ach geil, dann. Oh, Leute, habe ich ja was zum Vloggen. Karneval in Mexiko, Mann. Ich bin gespannt, Leute, wenn wir ein Black Eyed Peas Konzert erleben werden. Das wäre richtig halt geil. Nicht, wo genau? Wir müssen das ja rausfinden irgendwie. Leute, guck mal, ich habe direkt Pickel bekommen, 1. Und hier habe ich noch irgendwo einen Pickel bekommen. Weil ich habe richtig scheiße gegessen, jetzt sind halt richtig ungesund. Jetzt mache ich wieder Kokotox. Mal gucken, wie es dann wird hier. Kokotox Tag 1, Leute. Schaut mal, Leute. Ich liege hier, schaue den Himmel an. Höre die Musik im Hintergrund. Es ist gerade so verrückt.
Ich weiß nicht, woher das gerade kommt. Ich habe ganz viele Gedanken gehabt. Oder mir ist aufgefallen, dass ich mich in den letzten Wochen extrem entwickelt habe. Und irgendwie kam mir gerade in den Kopf, dass ich, also ich hab irgendwie gerade realisiert, dass ich anders bin. Dass ich mich total entwickelt habe und also positiv entwickelt habe. Ich mag nicht mehr, ich finde, ich bin ein besserer Mensch. Mein Mitmensch. Keine Ahnung, ich würde meinen, Leute würden das als spirituelles Erwachen bezeichnen, was ich gerade fühle. Frieden, Vertrauen. Auf einmal haben sich auch meine Interessen verändert. Ich fühle zum Beispiel OnlyFans in letzter Zeit gar nicht mehr. Ich fühle, dass ich in den Coaching-Bereich gehen soll. Ich fühle, dass ich mehr Talks machen soll. Ich habe auch heute irgendwie die Eingebung bekommen, dass ich unbedingt gucken werde, dass ich ein paar Sachen auf Englisch vielleicht auch machen konnte, mäßig. Langsam mich da so ein bisschen hin entwickeln. Mehr Talks auf Englisch und ein paar Vlogs vielleicht auch mit den einen oder anderen. Und mit dem Fasten und dem Manifestieren, also dass ich diese Idee habe mit dem Fasten und Manifestieren, dass man daraus einen Retreat oder so machen kann, das ist für mich so intensiv, also fühlt sich so intensiv gut an, dass ich wirklich denke, ich muss das machen. Ich muss das machen, weil ich glaube, ich könnte vielen Leuten helfen damit. Manifestieren ist einfach so, so kraftvoll und ich möchte, dass Menschen das verstehen und ich weiß, wenn sie fasten, dann werden sie dafür bereit sein. Fasten ist ein ganz anderer Level, ein ganz anderer Bewusstseinslevel. Und ich glaube, ich werde das irgendwie in die Hand nehmen, dass ich einen Fasten-Manifestier-Kurs mache. Ja, ich glaube, das ist etwas, was ich unbedingt angehen will. Ich muss natürlich gucken, wie ich es mache, aber das werde ich schon irgendwie manifestieren. Wow. Was für eine Erkenntnis. Man sagt ja, dass man manchmal so eine Ideen bekommt und dass sie halt von oben kommen oder von etwas höheren. Auch Michael Jackson oder andere Künstler, die haben immer gesagt, das bin nicht ich, ich habe nur die Quelle. Also ich bin connected zu der Quelle. Und das fühle ich irgendwie auch mit dem Fassung, dem Manifestieren, dass ich irgendwie connected bin zu irgendetwas. Und dass ich, also ich bin nur quasi der Tool oder die Quelle, die quasi anderen Leuten helfen kann, das auch zu erleben. Ich bin quasi der Leitung oder so, ich weiß nicht, wie man es nennt. Oh Mann, Leute, ist das cool. Boah, ich chill jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen. Fühlt sich richtig gut an, dass ich runterkomme heute, oh mein Gott. Ja, man sagt ja auch mal, die besten Ideen bekommt man, wenn man entspannt ist. Wenn man so Tension hat, so angespannt ist, dann kann nichts fließen und dann kann auch keine Inspiration kommen. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man im entspannten Modus ist. Oh mein Gott, Leute. Mit letzter Nacht einfach mal hier im Hostel. Hört ihr die Musik? Es ist jetzt 23.45 Uhr. Oh mein Gott. Ich bin so froh, wenn ich einfach mal wieder Ruhe habe abends. Naja, letzte Nacht. Ach, so laut. Das geht echt gar nicht hier. Freunde, der Tag ist gekommen. Ich checke aus dem Hostel. Das war mein Plan. So Leute, ich habe jetzt gerade meinen Wagen umgeparkt, laufe jetzt wieder zurück ins Hostel zum Auschecken. Hol mir noch ein Kokosnusswasser. Und Leute, ich wollte euch das mal zeigen. Ich habe mir letztens so eine Brille gekauft, so eine gefakte. Hier in so einem Laden neben unserem Hostel. So sieht die aus. Mega nice eigentlich, dachte ich mir. Und guck mal den Preis an. Also die verkaufen es wirklich für 1120 Pesos. Also ich habe nur 200 bezahlt, also 10 Euro habe ich bezahlt dafür, das ist okay. Aber 1120, das sind ja genau, das sind 50, 55, 56 Euro. Für so eine Fake-Brille, wer würde denn das bezahlen? Kein Mensch. Also habe ich mir auch gedacht, das ist doch die größte Verarsche.
Also sowas Verrücktes, oder? Dass die Amis die zahlen. Ich meinte auch zu ihm, wer zahlt denn das? Ich so, hä, wer zahlt denn so einen Preis? Und der so, die Amerikaner, die haben Geld. Ich so, okay, alles klar. Die treiben auch die Preise in die Höhe, ne? Also ich würde nicht so viel Geld für eine Fake-Brille bezahlen. Der Tag ist gekommen. Wir werden gleich auschecken und das Selina Hostel verlassen. Es war eine sehr interessante Zeit, im Hostel zu wohnen. Ich war lange nicht mehr so in einem großen Dorm. Also in einem 10er-Dorm war schon crazy. Gestern Abend war wieder so ein Moment, wo ich mir auch dachte, oh mein Gott, ich freue mich so sehr, wenn ich endlich mal Ruhe habe, weil es abends immer sehr lange sehr laut ist im Dorm, also bis 12 Uhr nachts oder so ist immer Halligalli, auch die Musik von draußen ist überkrass laut, also das ist aber auch mein Zimmer gewesen, ne? Das muss nicht sein, dass man so ein Zimmer bekommt, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war schön, ich war halt die ganze Zeit viel unterwegs, von morgens bis abends eigentlich, auf den Beinen gefühlt, ich habe selten jetzt so gechillt, klar, ich habe mal gesessen und gearbeitet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nichts getan habe, selten, und ich muss sagen, die Zeit im Playa war gut, aber anstrengend. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier länger wäre, so wie Nele oder so, wäre mir das zu viel. Und ich glaube, ich hätte dann auch keine Energy mehr richtig. Ich habe auch gemerkt, ich muss mich voll richtig zusammen sammeln, dass ich mich fokussiere auf meine ganzen Sachen auch. Ne, Nele? Weil ich merke... Es geht mir eben auch so. Also deshalb habe ich jetzt auch diese Tulum-Auszeit, die habe ich ja schon gemacht, bevor du gesagt hast, du kommst mit. Ja. Deshalb brauche ich immer mal wieder zwischendrin eine Auszeit von Playa, so sehr ich Playa auch liebe. Aber ich bin hier nicht produktiv oder nicht so richtig konzentriert. Ja. Und ich, vor allem vergesse ich hier so ein bisschen manchmal mich selber. Ich verliere mich so in diesen vielen Möglichkeiten, die es hier gibt, mit anderen Menschen, mit Unternehmungen, dass ich irgendwie teilweise vergesse, mich um mich selber zu kümmern. So ja, genau. Und ja, das merke ich auch jetzt gerade wieder voll. Und deshalb freue ich mich so auf Tulum. Ich will in Tulum gar nicht viel machen, aber mich einfach so mit mir selber beschäftigen und wieder so ein bisschen mehr Klarheit für mich bekommen. Das geht hier in den ganzen Trubel und man muss sich vorstellen, man hat hier immer jede Möglichkeit. Ne? Also man hat hier nicht so dieses, was mache ich heute, sondern eher dieses, was von den 10 Möglichkeiten mache ich heute, so in der Art. Und das ist manchmal auch echt dann mit den Leuten zu halt, viel ne? halt auch. Weil das ist auch ein riesen ja, Hostel. Vor allem im Hostel. Also ja. Ich gebe ihm danach jetzt auch wieder ein Apartment. Ich muss sagen, so zeitlang ist es ja immer cool, weil man halt voll gut connected und gerade bei mir, ich hatte jetzt ja auch, wie gesagt, haben wir schon öfter erwähnt, auch so eine Phase, wo es mir nicht so gut ging und dachte, so war es sehr gut. Ich bin auch jetzt im Zimmer und alle umarmen mich und oh, tschüss, das ist schön, wie Familie. Ja. Aber zwischendrin braucht man dann nochmal wieder seinen Rückzugsort. Jetzt werde ich die nächste Stelle im Apartment sein mit eigenem Bad, einem Zimmer und geil. Das brauche ich dann auch wieder. So eine Mischung macht es, ne? Voll gut, ja, das stimmt. Ja. Du buchst ja jetzt endlich mal was anderes, dann, was eigenes hast du dir mal gebucht wegen deinem Business-Event, ne? Genau. Und das ist, glaube ich, super wichtig, also ich fühle das richtig. Ne? Ich glaube, ich könnte hier im Playa auch noch länger sein, aber zwischendurch. Aber in einem Apartment oder so. Ja, aber zwischendurch muss man auch mal raus. Es macht echt die Mischung für mich, weil ich war ja auch vorher in Apartments, da habe ich mich teilweise einsam gefühlt. Es kommt immer so ein bisschen auf die Typ-Person an. Ich bin jemand, ich bin mega. Also ich komme eigentlich schon schnell mit Leuten in Kontakt, connecte sehr gut. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie. Also ich gehe dann nur zu den Dingen, wo ich halt schon weiß. Ich bin jetzt nicht jemand so wie du, der durch die Straße läuft und da connectet und da connectet, sondern ich. Ich brauche so dieses, schon so ein bisschen, dass mir so auf dem Silbertablett serviert wird, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und da habe ich mich manchmal einsam gefühlt im Apartment. Yeah. Dann hatte ich halt abends mein Tanzen und habe hier immer jemanden zum Kaffee getrunken, aber ansonsten war ich voll viel mit mir allein. Es war auf lange Dauer wieder zu viel. Also ich persönlich, wenn man jemand länger bleibt, gerade auch hier im Playa, empfehle wirklich so eine Mischung. So am Anfang vielleicht im Hostel, dann kann man gut connecten und hat viele Kontakte, die man dann später auch nutzen kann, wenn man im eigenen Apartment ist. Ja, genau so. Ja. Genau so, Leute. So mache ich es eigentlich auch in der Regel, dass ich, ja gut, doch, ich gehe ja überwiegend ins Hostel oder mit meinem Van in einem Hostel und dann kenne ich Leute an dem Ort und dann ergibt sich das eine zum anderen. Und da ich jetzt kein Tinder mehr habe, Leute, ist das auf jeden Fall der Weg, um Leute zu connecten. Sonst habe ich immer Tinder genutzt, um Leute zu connecten. Aber ich lerne auch tatsächlich Leute auf der Straße kennen. Ich laufe da durch die Gegend und mich sprechen die Leute auch an, ohne Scheiß. Die kommen da und quatschen mit mir und ich denke mir immer, hä, wie kommt das denn jetzt schon wieder, dass der eine und der andere mich anspricht? Einfach so und ich mache noch nicht mal was. Ich glaube, ich das auch mal ausstrahlt. Ich glaube, wenn man gerne Menschen kennenlernen möchte, dann passiert das auch. Was kann ich dazu sagen? Naja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf Tulum. Ne? Ja. Ja. Wir freuen uns auf Tulum. Ich bin gespannt, ey. Ich kann es noch gar nicht einschätzen, wie das da wird. Weißt du, ob da viele Leute sind, meinst du? Ich kann es auch nicht einschätzen, gar nicht. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob das Hostel auch so groß ist. Das ist ja hier riesig. Ja, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, leider. Das Hostel, haben jetzt auch schon die anderen oben gesagt, weil unser Badezimmer ist nicht so geil. Ist es wohl das schlechteste, wo wir waren? Ja, ja. Es gibt bessere Selinas. Es gibt bessere Selinas, wo auch alles funktioniert. Bei uns oben geht halt einiges nicht. Aber ja, es gibt bessere Selinas. Also, mal gucken, Leute. Ab nach Tulum. Nele!
Prost! Nele hat sich schon Maracuja-Wasser bestellt. Mhm. Schmeckt gut? Voll gut, voll frisch. Geil, also wir können dir empfehlen, Yum Yum, Leute, gleich das Essen mal abchecken. Nele hat auf jeden Fall was Geiles bestellt. Ich habe aber gesehen, die haben schon geile Sachen auf der Karte. Die haben richtig geile. Die haben auch hier Hotcakes und so, Omelette, Smoothies haben die, Kaffee, Bagels. Ja, sieht gut aus, Freunde. Das ist auch direkt neben dem Celine Hostel, Leute. Wir sind übrigens gerade dabei, Dinge zu manifestieren. Ich habe gerade 20 Euro manifestiert und ich habe meine 4000 Follower auf YouTube manifestiert. Übrigens, innerhalb von 2 Tagen. Von 2 Tagen, glaube ich, kann ich das erwähnen. Sign from Universe. Irgendein Video ist da viral gegangen. Also so eine Sachen sind immer weird. Wenn sowas passiert, dann weiß man, also das ist weird für den Moment, aber man weiß eigentlich, dass man es manifestiert hat. Deswegen ist das gar nicht so weird, wenn man denkt, ja, wenn so komische Sachen passieren. Einfach mal denken, man hat es manifestiert. Dann macht alles Sinn. Neles Essen sieht nice aus. Ich muss sagen, mein Kaffee war auch richtig nice. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, aber der war ziemlich groß, finde ich. Und da war noch ein kleiner Keks dabei und super viel Milchschaum. Das feiere ich ja, ne? Geil. Läuft bei uns. Manifestationswochenende beginnt jetzt offiziell, Freunde. Mal gucken, was wir alles manifestieren werden. Ich habe mir geiles Essen an. Super. Ich habe mir einen geilen Kaffee manifestiert. Und ich habe manifestiert, dass wir das Selina-Bändchen behalten dürfen. Ja, Nela hat es nämlich auch. Die haben es nicht abgemacht bei uns. Nee. Machen die das aber überhaupt mal ab? Normalerweise schon, weil es ist ja blöd, wenn das die Leute dann alle haben. Ja. Weil wir haben es auf jeden Fall noch dran. Das heißt, ich kann jeden Tag in Selina reingehen und duschen gehen. Und keiner kann, na doch, die könnten was sagen. Aber das würde halt nicht auffallen, wenn ich jetzt mit dem Selina-Bändchen da reingehe und dusche. Weißt du? Ja. Geil, Alter, Nele. Aber ich glaube, ganz ehrlich, aber die kennen uns schon. Also ich glaube, wir waren jetzt so lange, also dich sowieso, aber mich auch. Das Coole ist, mich kennen sie. Ich komme aber immer wieder und gehe wieder. Also ich bin ja wirklich so einer, ich komme immer wieder hin und gehe wieder. Bei mir kannst du locker sein, dass ich hier bin. Weißt du, was ich meine? Und bei mir, ich glaube, das wäre schon auffällig, wenn ich auch immer wieder da bin. Was macht ihr jetzt doch? Ich bin halt so ein bunter Hund auch, ne? Mhm. Ich erkenne die Leute überall wieder. Na gut, Leute, weiß noch nicht, ob ich es machen werde. Aber vielleicht, weil ich will ja am Dienstag dann, wenn Black Eyed Peas Konzert hier ist, will ich ja im Vanpad oder bei Toni. Dann könnte ich vielleicht nochmal ausprobieren, in Selina Hostel zu chillen und duschen zu gehen. So, Freunde, und hier ist übrigens dieser Taco-Platz, das ist bei der Straße, wo das Selina ist, hinten. Hier sind immer Tacos für 20 Pesos, aber man hat dann wirklich ein riesen Taco, also mit Fleisch zum Beispiel, und da kann man noch Krautsalat reinmachen und Bohnen und Reis, und für 1 Euro ein riesen Taco, aber schmeckt echt lecker. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch nicht so der Fleischesser, aber wenn man Fleisch mag, dann könnte ich das empfehlen, definitiv. Es gibt so viele Essensspots hier. Ich glaube, ich gehe noch mal einen Tag los, Leute, und zeige euch meine 5 oder 10 beliebtesten Essensspots. Und ich denke, das wäre super, super hilfreich für viele Leute. Aber es gibt auch viel, was ich noch nicht gesehen habe, weil es hier unglaublich viel zu essen gibt. Aber mein Obst- und Gemüseladen oben an der Ecke, wo wir jetzt hingehen und mein Kokoswasser holen, der ist auf jeden Fall auch Bombe. Richtig geil. Und hier sind wir wieder an meinem Obstladen. So ein Obstbecher kostet übrigens 45 Pesos, glaube ich. Also 2,50 Euro. Und mein Kokoswasser kostet auch 2,50 Euro. Ja, und hier haben die auch alle möglichen Säfte und machen auch Smoothies frisch. Also kann ich sehr empfehlen, diesen Laden. Gegenüber von das Kickers. Ist auch in derselben Straße, einfach nur hochlaufen, kommt Selina Hostel. So, Freunde, wir sind in Tulum angekommen. Ciao. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, ganz, kommentiert. Ganz kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?